Hallo alle zusammen, hier ist der Bauchtrainer und zwar hat er diese zwei Rollen vorne und hinten. Die Qualität kann man vielleicht sehen, ist ziemlich gut. Die Rollen hier haben eine Gummibeschichtung und wenn ich das hier auf den Boden lege und nach vorne rolle, dann rollt er automatisch wieder zurück. Wenn ich nach hinten rolle, dann rollt er automatisch wieder nach vorne. Also immer in die Ausgangsposition. Was ich jetzt hier noch hatte, ist, dass dieser eine Griff ein bisschen locker ist, aber funktioniert trotzdem ziemlich gut. Wie funktioniert jetzt die Übung? Dazu müssen die Knie hier auf die mitgelieferte Isomatte gelegt werden. Die Arme werden hier draufgelegt. Wichtig ist dabei, dass die Arme hier immer voll durchgestreckt sind, auch wenn man nach vorne geht. Und das nächste Wichtige ist natürlich, dass der Bauch hier extrem angespannt ist, dass man auf keinen Fall ins Hohlkreuz kommt. Also bevor man ins Hohlkreuz kommt, einfach abbrechen mit der Übung und wieder zurückgehen. Man kann da ziemlich weit nach vorne, aber das darf man nur machen, wenn man wirklich die Bauchmuskeln voll anspannen kann und nicht ins Hohlkreuz kommt. Also ich mache das jetzt mal vor, wie weit ich komme momentan. Ungefähr so weit. Und dann muss man mit dem Bauch wieder vor. Das merkt man im Bauch schon bereits nach 4-5 Mal vor zurück. Langsam natürlich, nicht zu schnell. Merkt man am nächsten Tag doch Muskelkater im Bauch. Also das Gerät macht tatsächlich relativ schnell Bauchmuskel.